Wie Sie mich bezeichnen, ist mir das volkstümlich gesagt scheißegal. Das dürfte Ihnen schon aufgefallen sein. Deswegen wollen Sie mich klagen, ich bin, oder? Nein, ich bin, was Sie betrifft, vollkommen schmerzbefreit. Auf einmal, seit einer Sendung, oder was? Nein, weil es sinnlos ist. Also so. ich hab deswegen Sinn und, Hoffnungslosigkeit. Wenn alles hoffnungslos ist, dann geht's doch. Schauen Sie, ich bin froh, dass Sie da sitzen. Sie sind das Paradebeispiel des derzeitigen Zustandes der Opposition. Und ich glaube, dass die Zuseher genau sehen, wenn ich Sie Woche für Woche vorführe, wie eigentlich personalpolitisch kaputt dieser sogenannte politische Widerstand gegen die österreichische Bundesregierung geworden ist. Ich bin dankbar für jede Sendung. Das kostet jedes Mal den Grünen, der SPÖ, der Liste, Pilz und den Neos 1%. Und die Sendung werden wir noch 50 Mal machen und dann werden sie unter Minderheitenschutz gestellt, samt der Parteien, die sie vertreten. Aber jetzt zurückzukommen. Wissen Sie, die FPÖ vertritt seit Jahrzehnten und im Übrigen die österreichische Volkspartei auch in vielen Bereichen einen sehr restriktiven Zuwanderungskurs. Mhm. Dieser restriktive Zuwanderungskurs kommt, und da bleibe ich dabei, kommt im Regierungsprogramm zum Ausdruck. Und jetzt die ÖVP und die FPÖ bei allen ihren Initiativen zu beschneiden, ja, indem man jedes Mal die alte Keule herausholt, die sie so gerne herausholen, weil sie ja davon in Wahrheit leben. Sie leben ja davon. Sie beschwören ja ständig den Faschismus, damit Sie die Lebensberechtigung für den Antifaschismus haben. Das ist so. Das ist wie Yin und Yang. Sie hätten keine ökonomische Grundlage mehr, übrigens überhaupt keine politische Grundlage mehr, wenn Sie nicht irgendwo, Tag auf, Tag ab, irgendeinen anderen als Nazi beschimpfen könnten. Dann, hätten Sie zusammengepackt, dann würden Sie in irgendeiner Fabrik stehen und endlich einmal einer normalen Arbeit nachkommen. Das tun Sie nicht. Das heißt, das tun Sie nicht. Ich im Übrigen auch. Ich bin ja nach wie vor berufstätig. Tun wir nicht blödeln. Ich sage Ihnen was, Sie beschwören diesen Faschismus ständig, damit Sie sich als Antifaschist darstellen können. Das wäre ja für Sie das Übelste, wenn es keine faschistischen Tendenzen mehr geben würde, weil dann würde man Sie ja... Sagen Sie das den Feuerwehrleuten auch? Dann würde man Sie ja nicht brauchen. Ihr wollt Sie